Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, wir beginnen jetzt so, wie wir das letzte Video mal wieder beendet haben. Und zwar mit den Bildern von der Schmalspurbahn. Wir befinden uns in Teil 8 und im letzten Teil der Serie Tremo-Treffen Treska Muckern 2023. Ja. Otto Garn und Sohn sehen wir hier. Das ist ja, das ist das Modul, wo ich schon mehrfach gesagt habe, dass ich da leider keinen Namen dazu habe, wo also im Bahnhof mit Industrieanschluss ist und wir, was auch sehr schön gestaltet war und genau hinter mir stand, ne? Also hinter Possenhof. Das heißt, hier hatte ich immer genug Zeit zum Fotografieren und konnte hier war auch so ein kleines bisschen Stadt nachgebildet. Und viele schöne kleine Szenen. Da bin ich ja nicht der Einzige, der das liebt. Hier auch bei dem Auto die Hecktür aufgemacht. Wäsche wird aufgehangen. Kinder spielen. Dann ist hier ein Haus mit naja, Efeu oder Wein oder was auch immer. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Eine Brücke, die hier über einen Bach führt. Und ein wunderschöner Garten. Zwei Kollegen, die unscharf im Hintergrund sitzen und sich unterhalten. Das ist eine Kohlehandlung, die haben wir schon mal auf dem Video gehabt. Ich glaube im letzten Jahr oder. Ja. Und schon wieder einen Garten. Den wir hier. Also, ich muss ja auch mal Gartengestaltung, das muss ich unbedingt mal angehen. Allerdings erst, wenn ich Possendorf ein bisschen weiter habe, sodass es zumindest mal grün ist. Dann kann ich mich auch wieder um meine Streckenmodule kümmern. Ja, hier mal was anderes, mal Ziegen, sonst haben wir mal Pferde und Kühe. Ja, mal Ziegen oder Schafe. Und hier haben wir jetzt mal einen Rundgang, der hier in Glastal beginnt. Wo hier gerade rangiert wird. Den Zug, den kennen wir schon aus dem letzten Teil mit den beiden Güterwagen am Anfang. Und wir gehen jetzt mal hier die Strecke ab. Dann haben wir wieder unseren Güterzug und einen Blick auf Gazedach. Dann gibt es hier einen kurzen Umschnitt. Es war alles sehr eng, da kam man jetzt mit der Kamera auch nicht so richtig durch. Hier dann links daneben ist dann die Strecke nach Possendorf und rechts ist die Schmalspurbahn. Ja, das macht es immer auf meinem Sitz gerade breit hier. Meinem Stuhl sitzt da gerade, liest was. Dann haben wir ja die Fabrik hier am Ende, die wir also auf dem Foto auch schon gesehen haben. Hier noch eine Segmentdrehscheibe. Alles sehr schön gemacht. Dann gehen wir hier mal auf die andere Seite zurück, um jetzt noch den anderen Streckenast, der jetzt gleich kommt, da ist er. Da geht es hier nach Helbingsdorf, was jetzt hier auf dem Streckenast der Endbahnhof ist. Ja, und dann haben wir hier der schon erwähnte Versuch mit einer 5K den Kamerawagen hier aufzurollen, also auf zwei Rollwagen zu platzieren und dann hier über die Schmalspurstrecke zu fahren. Er wurde natürlich nicht aufgerollt, er wurde darauf gehoben. Und wir sind hier in Glastal. Leider musste ich hier sehr viel schneiden, da meine Schmalspur-Lieblingslok, die 5K, die ich mir hier, ich weiß gar nicht, ob sie mir hier auserbeten hat, ich glaube ja. Ja, die war nicht so ganz fit und die ist leider als naja, Stromlückensuchgerät, also entweder war die Lok schmutzig oder die Gleise
oder alles beides. Also die ist doch recht oft gestoppt, vor allem auf Weichen. Und deshalb sieht es hier ein bisschen ruckelig aus, das ist der Teil des Videos, während wir hier über den Schmalspurteil von Clausthal fahren. Da steht noch ein Personenzug. Ein paar vereinzelte Güterwagen. Ja, die Weichenstellhebel, die müssen im Possenhof auch noch angebaut werden. Das ist noch so eine zukünftige Aufgabe. Ganz hinten wird Bier getrunken. Ja, man sieht so ein bisschen Fahrplanende, ne? Es gibt so dann so die Gespräche. Und Diskussionen am glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube vorletzter. Ne, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Videos, also die Sequenzen gemacht habe. Ich weiß, bis ganz zum Schluss habe ich dann die tschechische Strecke noch aufgenommen. Das war doch am vorletzten Tag. Schmalspurbahn habe ich glaube ein bisschen eher. So, wir fahren auf Gasedach zu. Übrigens, der Turm hier hinten ist für unsere Telefonanlage. Also es war jeder Bahnhof mit einem schnurlosen Telefon ausgestattet. Und das, was da zu sehen ist, war quasi die Sendeanlage für diese ganzen Telefone. Hat wunderbar funktioniert. Ich könnte natürlich meinen auf altgetrimmtes Telefon in meinem Bahnhof nicht einsetzen, aber naja, das ist also mit schnurlosen Telefon ist schon deutlich praktischer und man fährt, also das ist immer so mein Spruch, ich fahre nicht zum Telefonieren aufs Treffen. Deshalb, es gibt ja da auch welche, die dann das Kurbeltelefon auspacken. Das ist echt nicht meins, muss ich sagen. Aber da gibt es ja verschiedene Auffassungen, was man da verwendet und was toll ist und was nicht. Und manche wollen eben so perfekt in diese Welt eintauchen. Also mir reicht es eigentlich, wenn ich da in diese Bahnwelt eintauche, ohne Telefone und andere historische Dinge. Aber das ist halt, da ist jeder halt ein bisschen anders. Ja, auch hier wieder steht zwar ein altes Fahrzeug, ein alter LKW, aber wenn man so guckt, das sieht natürlich nicht nach Epoche 2 aus, sondern danach, dass die Schmalspurbahner sonst eigentlich eher so in Epoche 3, 4 zu Hause sind, aber eben das Treffen nutzen, um hier auch ihren Schmalspurverkehr stattfinden zu lassen und ihre schönen Module zu präsentieren und die schönen Fahrzeuge. Inklusive der 5K, die schöne Aussicht, aber leider, naja, nicht so richtig mitarbeiten wollte. Ja, wir sind jetzt hier in Helbingsdorf. Das ist das eine Ende der Strecke. Und starten nochmal neu in Gasedach. Jetzt steht hier die Weiche anders. Und wir fahren auf den anderen Modulteil, wo ich jetzt bisher immer gesagt habe, ja, leider ist da der Name nicht auf der Zeichnung. Jetzt habe ich doch mal nachgefragt. Und der tolle Bahnhof, der
wo ich also viele Fotos gemacht habe, der heißt Schmalhausen. Hätte ich natürlich auch ein bisschen eher nachfragen können, dann hätte ich nicht so rumgestottert, aber naja. Ich muss ja euch ein bisschen Raum geben, um in den Kommentaren mich zu kritisieren. Deshalb. Ja, es war natürlich keine Absicht. Aber man könnte es so interpretieren. Wald mit Fichten aus tschechischer Produktion. Das sind die polnischen lieber, allerdings sind die natürlich auch deutlich teurer. So, wir fahren ein in Schmalhausen. Quasi durch die Ortschaft in den Bahnhof. Alles sehr schön gestaltet. Wir hatten zahlreiche Bilder. Ich werde jetzt mal noch eins ans Ende des Videos setzen, was wir schon gesehen haben. Einfach um mal noch so ein kleines Fazit über diese Reihe, diese Videoreihe mal so noch von mir zu geben. Ja, zum Fazit, was soll ich sagen, es war ein sehr schönes Treffen, es gibt da überhaupt nichts zu meckern, ne? Es waren schöne Module da, es waren schöne Fahrpläne, es waren, also ich, wie gesagt, es gibt ein Thema, über das wir mal noch in einem weiteren Fazit reden werden, das ist das Thema Besucher, das machen wir mal in einem weiteren Mittwochsvideo. Wo ich schon 4 Anläufe hatte. Bei 3 habe ich mich einfach verquasselt. Da waren einfach Sachen im Video, die ich da nicht reinhaben wollte, aber trotzdem gesagt hatte. Und im letzten Video, da war meine Stimme so kaputt, das konnte ich euch nicht anbieten. Also das war an sich perfekt, aber die Stimme war einfach schon so angekratzt. Ich war jetzt auch 1,5 Wochen krank, deswegen. Und so 100%ig ist immer noch nicht in Ordnung, aber ich werde das dann in nächster Woche, werde ich dann noch einmal versuchen, ein Mittwochsvideo zustande zu bringen. Und das wird dann wahrscheinlich auch viel eher erscheinen als dieses Video. Und ja, soweit erstmal mein Kommentar dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die 8 Videos, die es jetzt mittlerweile geworden sind, waren nicht zu lang. Wenn doch, schreibt es einfach in die Kommentare und äußert euch. Und mal sehen, ob ich mich dann davon beeinflussen lasse. In diesem Sinne, einen schönen Abend und macht was draus.